erste Karpfen in diesem Jahr. Der Frühling, es wird warm, die Wassertemperatur steigt und das ist wohl die Zeit, auf die wir Angler alle gewartet haben, vor allem die Ansitzangler, die über Nacht draußen bleiben. Und endlich ist es soweit. In diesem Video zeige ich euch, worauf ich selber achte im Frühling. Und ich bin gerade auf einen 3-Tage-Trip unterwegs und mehr Infos dazu nach dem Intro. Ich bin am Mittwoch hier angekommen und war natürlich voller Euphorie gewesen. Als ich dann die Wassertemperatur checkte, musste ich feststellen, sie lag immer noch bei 6,5 Grad. Und 2 Wochen zuvor hatte ich hier noch Schneefall gehabt und da war die Temperatur um die 4 Grad gewesen. Also es war in den letzten 14 Tagen schon ein Temperaturanstieg zu verzeichnen, aber nicht der erhoffte, nicht dieser riesengroße Sprung. Und trotzdem habe ich hier die Routen abgelegt und habe am Samstag zuvor breit gefächert Boilies verteilt, einfach um die Stelle ein bisschen vorzupräparieren und ja, Pralinen, Leckerlis den Fischen bieten zu können. Und es sollte aufgehen, es sollte wirklich aufgehen. Kaum war es dunkel gewesen, eine Stunde später ungefähr ist der erste Fisch eingestiegen. Das ist immer wieder was ganz Besonderes, den ersten Fisch der neuen Saison zu fangen. Schaut euch die geile Farbe an, ne? Also ja. Und das war wieder was ganz Besonderes, der erste Fisch in der neuen Angelsaison. Und das ist egal, wie groß er ist. Ja, ich habe dann gedacht, dass es so weitergeht, dass ich hier sitzen bleiben kann, aber ich habe zwischenzeitlich schon regelmäßig die Windprognosen gescheckt und ich musste mir leider eingestehen, dass ich hier die nächste Nacht nicht verbringen kann. Alles zusammengepackt, in einer windgeschützten Bucht reingefahren, dort die Routen als Fallen abgelegt und dort war die Wassertemperatur sogar noch weiter unten gewesen. Das war der südliche Bereich des Sees und kein Erfolg, gar nichts. In der Nacht kam dann der Sturm und eine richtig böse Windböe erwischte mich und versetzte einfach meinen vorderen Anker bestimmt um 3 Meter. Die ganzen Routen waren verzogen, aber ich habe mir nichts, keinen Stress aufkommen lassen. Ne? Einfach so die Situation hingenommen und wieder den Wind gescheckt. Wie wird er sich entwickeln? Mitten in der Nacht schaue ich mir Windprognosen an. Es ist ein richtiges Sturmtief hier rüber marschiert. Und jetzt bin ich wieder hier. Zur dritten Nacht. Und die Prognosen vom Wetter her sind optimal von den Temperaturen. Es wird heute Nachmittag Sonne, Sonne, Sonne geben. Und dann kommt irgendwann eine Regenfront. Ich hoffe, dass die Temperaturen vom Wasser nicht wieder runtergepeitscht werden. Und dass hier die Fische aktiv werden.
dass ich doch vielleicht noch den einen oder anderen Karpfen abgreifen kann. Ansonsten genieße ich jetzt einfach die Momente. Das Draußensein, ne? Die Sonne ist gerade rausgekommen und ihr glaubt gar nicht, wie ich das gerade genieße. Es ist einfach nur herrlich, diesen warmen Sonnenschein. Und das ist auch der Grund, warum ich hier sitze. Jetzt kommen wir erstmal zum Gewässercheck. Früher sollte man sich Gewässerbereiche aussuchen, die sich relativ schnell erwärmen können. Und das ist von der Logik der nördliche Bereich eines Gewässers. Und wenn man dann noch Flachwasserregionen zusätzlich findet, dann hat man schon so gut wie gewonnen. Dann hat man einen Jackpot. An diesen Stellen sollte man als erstes im Frühjahr angeln, weil dort sich das Wasser am besten aufwärmen kann. Wenn wir uns das Gewässersystem angucken, ich sitze hier. Die Sonne geht bekanntlich im Osten auf und verläuft dann im Süden im Zenit, also am höchsten Stand. Und sie hat die meiste Kraft genau in den nördlichen Bereich eines Gewässers, die wärmenden Sonnenstrahlen reinzuschicken. Und dort erwärmt sich das Wasser. Und wenn ich jetzt hier weiter mir das Gewässer angucke, dann habe ich folgende Situation. Hier ist der Uferbereich und dann habe ich hier eine Kante. Der Bereich ist ca. 1,50 Meter bis 2 Meter und dann geht es hier runter auf 11 Meter. Und ich habe meine Routen nicht direkt am Schilfbereich abgelegt, sondern hier an diesen Kanten. Warum? Ich habe Wind, der aus dem Süden kommt und nochmal wärmeres Wasser in die oberen Bereiche reindrückt und gleichzeitig eine Strömung erzeugt, was dafür sorgt, dass die Duft- und Aromstoffen von den Ködern in den Uferbereich, in die Ufernähe reingedrückt werden. Und das ist jetzt so mein Plan, eine Duft- und Aromenspur praktisch zu legen, rein in den Schilfbereich, und dass die Fische aufgrund ihrer erhöhten Nährstoffaufnahmemengen einfach gezwungen sind, weil da ja die Futterplätze sind, dorthin zu schwimmen und die Falle zuschlagen zu lassen. So einfach ist das. Das ist meine Logik dahinter. Im Frühjahr nördliche Bereiche suchen, die mit Flachwasserbereiche verbunden sind. Und dann hat man schon einen Jackpot. Ich hoffe, das war ein guter Tipp für euch. Und ich hoffe natürlich, dass bei euch auch die Falle zuschlagen wird. Und jetzt geht's weiter. Mal gucken, ob wir noch einen Fisch drehen. Ich habe mal das Echolot angemacht, um zu gucken, was in den letzten 2 Stunden passiert ist mit der Wassertemperatur. Also die Sonne scheint, sie hat richtig Kraft. Und jetzt schaut mal hin. Oberflächentemperatur 8,3 Grad. Und als ich angekommen bin, hatte das Wasser noch 6,5 Grad. Ja, absolut richtige Stelle hier ausgewählt von der Temperatur her. Und ja, der ganze nördliche Uferbereich, da kann die Sonne rein scheinen, reinwirken und hier explodiert als erstes das Leben. Finde ich so geil. Der Frühling, der kommt. Ja, wir sind mitten in der Frühlingsphase. Und das ist so interessant jetzt. Knutschkugel, ja, schön, das war jetzt ein Kampf da, den Kleinen rauszukriegen, schön, 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 geil, oder? Schaut euch den schönen Fisch an, schön, ja. Die Sonne ist jetzt untergegangen und es ist richtig schön schummrig und das ist jetzt die heiße Phase und man hofft ja, dass jetzt die nächste Route losrennt und wenn ich daran denke, wie ich letztes Jahr in die Saison reingestartet bin, wo ich mich gequält habe, weiß ich jeden einzelnen Fisch umso mehr zu schätzen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man jetzt so einen geilen Saisonauftakt hinlegt. Absolut nicht. Also ich kenne auch andere Situationen. Da sitzt man dann Wochen
teilweise an diesen riesengroßen Naturseen und fragt sich, was macht man überhaupt? Ne? Wann kommt endlich der Fisch? Und jetzt passt alles. Es passt einfach alles. Okay, der Regen kann aufhören, ne? Jetzt ist die richtige Mama eingestiegen, ne? Die Nacht ist vorbei mit extrem viel Regen. Jetzt wird es auch wieder stark windig. Und ich bin mal gespannt, wie kalt die Wassertemperatur mittlerweile ist. Und sie ist auf 7,5 Grad gefallen. Es ist nicht ganz so schlimm wie in der Nacht zuvor. Und es lässt doch hoffen, dass wir schneller den Frühling erleben können, als wir denken. Also, sollte euch das Video gefallen haben, lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann.